Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne etwas zu kurzen Wehren erzählen. Ich habe auch einen Blogbeitrag kürzlich zu dem Thema kurze Wehren geschrieben. Worum geht es eigentlich bei kurzen Wehren? Kurze Wehren ist ein Begriff aus dem 16. Jahrhundert, der zum Beispiel bei Joachim Meyer zu finden ist und beschreibt alle einhändigen Klingenwaffen wie etwa Messer, Einhandschwert, Dussack oder auch Rapier. Also alle Waffen, die mit einer Hand geführt werden, im 14. bis 16. Jahrhundert. Nun, viele von uns, mir ging es vor vielen Jahren schon so, möchten natürlich auch gern Einhandwaffen einzeln lernen, also nicht immer nur mit der Beiwaffe, wofür wir zum Beispiel die Handschrift 1.33 nutzen seit vielen, vielen Jahren, sondern ich zum Beispiel wollte schon früher, als ich so vor 20 Jahren mit dem Schwertkampf, dem Schwertfechten angefangen habe, gerne das Einhandschwert kennenlernen. Und damals wurde mir gesagt, wir haben keine Quellen dazu. Und wenn man sich für Einhandwaffen sehr interessiert, dann muss man entweder Rapier fechten oder später dann mit Säbel zum Beispiel beginnen. Joachim Meyer ist bei vielen leider nicht sehr beliebt. Für mich ist es der interessanteste Fechtmeister, weil er als einziger ein tatsächliches Lehrbuch geschrieben hat, was sich an den Einsteiger, den Anfänger, genauso wie an den Fortgeschrittenen richtet. Er beschreibt also ein komplettes Ausbildungskonzept seiner Zeit und nach aktueller Quellenlage müssen wir davon ausgehen, dass er sich sehr intensiv mit der Fechtkunst beschäftigt hat seinerzeit und auch in der Tradition der alten Meister steht und vermutlich selbst von einem der alten Meister damals noch gelernt hat. Genau wie bei langen Wehren ist natürlich bei kurzen Wehren die Vielfalt sehr groß. Das heißt, wir können nicht von einer Standard-Einhandwaffe sprechen. Selbst wenn wir uns eine Waffenkategorie vornehmen, wie etwa das Messer, dann haben wir nicht das Messer, sondern wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Waffen, die meist ganz individuell an ihren Käufer, ihren Kämpfer, den Fechter angepasst waren. Wir wissen aber, dass für das 14. Jahrhundert spätestens das sogenannte Messer die Einführungswaffe in die Fechtkunst war. Schon im Nürnberger Hausbuch, der Codex HS3227a, der im Germanischen Nationalmuseum liegt, wird intensiv davon geschrieben, dass die Fechtkunst mit dem Ringen beginnt, dass das Fechten mit dem Schwert auf dem Fechten mit dem Messer basiert und dass dann wiederum das Fechten mit der Stange und den Stangenwaffen auf dem Fechten mit dem langen Schwert basiert. Das heißt, die erste Fechtwaffe, die ein Fechter früher im Mittelalter schon in die Hand genommen hat, war sehr wahrscheinlich das Messer. Wenn wir also zum Beispiel Interesse an dem Schwert haben, an jeglicher anderen Einhandwaffe, wie etwa einem Fachon, dann müssen wir uns mit den Quellen zum Messer beschäftigen oder, wie ich es zum Beispiel mache, zusätzlich mit Joachim Meyer. Denn wir merken im frühen 16. Jahrhundert, zum Beispiel mit den Werken von André Pauernfeind, dass das Messer nach und nach vom Dussack abgelöst wird. Um mehr dazu natürlich zu verstehen, habe ich jetzt hier verschiedene Waffen einfach mal mitgebracht. In verschiedensten Formen. Hier ein Kunststoff-Waster, eine Kunststoffübungswaffe, die ein Messer simuliert. In diesem Fall ein Messer mit einem sehr langen Griff. Was ist jetzt die Besonderheit von Messern? Ja, zum einen sind es eben kurze Wehren. Wir können nicht von dem Standardmesser sprechen, aber Messer haben gewisse Eigenschaften. Zum einen haben sie keinen Knauf an sich, sondern in der Regel ist das, was wir beim Schwert einen vernieteten, aufgesetzten Knauf nennen, eher in die Klinge, die Angel, den Griffteil integriert. Das heißt, nicht wie beim Schwert, wo der Knauf später auf die Angel aufgesetzt und vernietet wird, sondern in der Regel handelt es sich zum Beispiel um festgenietete Scheiben oder auch um Metallteile, die schon zum ursprünglichen Teil der Klinge gehört haben. Besonders ist beim Messer die Form. Wie man hier sehen kann, haben wir ähnlich wie später bei Säbeln eine hauptsächlich einschneidige Waffe, also die vordere, die lange Schneide, und wir haben eine Rückschneide. Die ist unterschiedlich lang und der Rest des Schwertrückens oder der kurzen Schneide ist stumpf. Während Säbel später, so ab dem 17. Jahrhundert aufkommend, meist sich dadurch auszeichnen, dass sie eine krumme Klinge haben, haben wir das bei Messern nicht. Also wir können es zumindest nicht als Standard sagen, denn wir haben zum Großteil parallel verlaufende Klingen oder zumindest Klingen, die einen geraden Klingenrücken haben, wie man auch bei dem Messer sehr schön sehen kann.
Der Klingenrücken ist nahezu gerade und hat erst auf der Rückschneide quasi eine kleine Erhöhung, die zu einer besseren Hiebwirkung mit der Rückschneide am Ende führt. Und auch zu einer besseren Stichwirkung mit, weil man die Spitze hier sehr schön stabil und spitz ausschleifen konnte. Ja, das Messer zeichnet also zum einen der Griff aus. Man sieht auch schon, ähnlich wie später beim Säbel, haben wir hier keine Parallelen, keine symmetrischen Knäufe, sondern tatsächlich wie beim Säbel mit so einem kleinen Vorsatz, wo sich sehr schön die Hand drinne festhalten lässt und andere Griffmöglichkeiten ergibt. Nicht jeder Knauf bei einem Schwert zum Beispiel ermöglicht solche Griffhaltungen, da der Knauf dann hier wiederum eine Erhöhung hätte und sich dadurch nicht so schön halten lässt. Das heißt, wir haben eine etwas speziellere Waffe. Der Vorteil, wenn man mit dem Messer oder später auch dem Dussack das Fechten lernt, liegt zum einen daran, dass die Waffe sehr kopflastig ist. Das heißt, der Fechter lernt sehr früh, nicht so verkrampft zu fechten wie etwa mit dem langen Schwert, sondern erstmal eine Waffe fliegen zu lassen, der Waffe ihren Lauf zu lassen. Und wir haben eine klare Schneidenausrichtung. Also der Fechter, das ist ein typisches Problem von Einsteigern, kann sehr einfach anhand seiner Waffe erkennen, wo vorne und hinten ist. Das hört sich jetzt, falls Einsteiger dabei sind, hört sich das jetzt erstmal lustig an, aber dann werdet ihr es spätestens, wenn ihr selber ins Training geht, merken, wie wichtig es ist, in der Kommunikation zwischen Trainer und Schüler bei den Fachbegriffen immer genau zu wissen, was gemeint ist. Und gerade die Schneidenausrichtung ist in der Anfangszeit etwas extrem Wichtiges, was es zu lernen gilt. Und dafür sind Messer und Dussäcke eben sehr gute Beispiele, weil es für den Fechter anhand des Griffes sowie anhand der Schneide und auch anhand der Kreuzstangen, wie man hier zum Beispiel sehen kann, sehr einfach zu sehen ist, wo vorne, wo hinten, wo links und wo rechts ist. Wir haben hier ein für mich zum Beispiel passendes Rechtshandmesser. Wir haben hier zum Schutz der Hand oft an der Seite entweder Parierbögen, Parierringe oder auch sogenannte Wehrnägel. Das sind so kleine Fortsätze, die auch leicht gebogen sein können, um einfach die Hand seitlich an der Außenseite zu schützen. Ja, das ist ein Messer, ein Beispiel. Und im frühen 16. Jahrhundert, mir ist da als Paradebeispiel das gedruckte Fechtbuch vom Pauernfeind bekannt, der eben erwähnt, dass seine Zede, die er zu den kurzen Wehren aufzählt, da schreibt er so sinngemäß auch rein, dass hier man quasi Grundlagen für die verschiedensten kurzen Wehren kennenlernt und er zählt sie in einer Reihenfolge auf. Und da steht noch am Anfang das Messer und erst dann der Dussack. Während wir später bei Meyer zum Beispiel und auch also bei Joachim Meyer sowie bei Paulus Hector Meyer schon den Dussack hauptsächlich dargestellt haben. Bei Meyer sowieso, der sagt dann, der Dussack ist die Einsteigerwaffe für den Einhandwaffenfechter oder in die kurzen Wehren, während Paulus Hector Meyer zwar den Dussack darstellt, aber immer noch die Zede von Hans Leckküchner aus dem späten 15. Jahrhundert aufzählt zum Messer. Also total interessant. Ja, ich habe jetzt hier in der Schule gerade dieses Beispiel da. Das ist ein von mir konstruierter Schaumstoff-Waster. Und das ist quasi ein Dussack-Modell. Für den Dussack sehr typisch, vor allem als Übungswaffe. Wir haben oft, wie später bei Säbeln, leicht gebogene Klingen, nicht immer, aber oft. Ist ebenso einschneidig, was man jetzt hier nicht schön sieht. Auch beim Dussack haben wir in der Regel eine kurze Rückschneide. Und wir sehen ein besonderes Griffdesign, was dem späteren Säbeln mit einem Bügel entspricht. Hier sehr einfach gehalten, einfach ein umgekrempter Bügel, findet man auch bei einigen erhaltenen Dussäcken tatsächlich. Das heißt, auch beim Dussack haben wir am Ende dem Messer sehr ähnlich, eine Einhandwaffe mit hauptsächlich einer Vorderschneide, hier oft leicht gekrümmt. Und wir können sowohl anhand des Griffes als auch anhand der Klinge wiederum sehr einfach ausmachen, wie unsere Waffe ausgerichtet ist. Ganz anders ist es wiederum, wenn wir uns einem Einhandschwert des Mittelalters und auch noch der frühen Neuzeit widmen, welches komplett symmetrisch ist. Hier wird es jetzt schwierig, wenn wir einen Schüler haben, wenn wir Fechter sind und am Anfang lernen zu sagen, okay, wo ist vorne und wo ist hinten, wo ist die lange Schneide, wo ist die kurze Schneide. Man kann natürlich noch mit den Stempeln der Schmiede, mit den Logos arbeiten, aber es ist schon um einiges schwerer. Ich denke, das ist einer von vielen Gründen, warum sich
Messer und Dussack sehr gut zum Einstieg in das Einhandwaffenfechten eignen. Zum anderen haben natürlich auch symmetrische Schwerter im Hau andere Eigenschaften. Selbst wenn sie kopflastig sind, verhalten sie sich im Hau leicht anders als die unsymmetrischen Messer und Dussäcke. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit dem, wie es auf Englisch heißt, Arming Sword, genauso fechten könnte wie eben mit den Trainings- oder Einsteigerwaffen. Die Fechter müssen natürlich mit den jeweiligen Waffen auch ihre Besonderheiten kennenlernen. Um nur mal eine Besonderheit zu zeigen, je länger die Klinge wird, umso schwieriger werden manche besonderen Hiebübungen oder Hauübungen, da mit einer längeren Klinge die Waffen einfach länger brauchen, um radiale oder Kreisbewegungen zu machen. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel das Umstürzen, wenn man haut, die Hand wendet und dann umstürzt. Wenn ich das etwa mit einem Rapier mache und hier nochmal 30, 40 cm Klingenlänge dran habe, dann ist dieser Weg einfach so lang, dass mir der Gegenfechter, der vielleicht ein Einhandschwert, ein Dussack oder ein Messer hat, einfach vom Tempo voraus ist, von der Geschwindigkeit. Das heißt, die Fechter für kurze Wehren müssen natürlich die jeweiligen Besonderheiten der jeweiligen kurzen Wehr auch kennen und üben, ja, also beherrschen. Ja, ich möchte euch jetzt gern verschiedene Grundlagentechniken an die Hand geben, Grundlagenübungen, Basic-Übungen, die ihr vorwiegend bei Joachim Meyer findet. Denn Joachim Meyer ist der einzige Fechtmeister bis ins frühe 16. Jahrhundert, der in der deutschen Fechttradition, so wie ich das mal nennen möchte, damit meine ich alle deutschsprachigen Fechtbücher zusammen, denn diese haben immer eine recht ähnliche Fachsprache. Und er ist dabei der Einzige, der, wie gesagt, eine Grundlagenlehre absolut detailliert beschreibt. Von der Beinarbeit über die Heue, über die Huten bis zu den Ausholbewegungen, bis zu den Stichen. So detailliert finden wir das in dieser deutschen Schule bis ins 16. Jahrhundert nirgends. Und mit dieser Quelle und natürlich gerne in Ergänzung mit anderen Quellen möchte ich euch jetzt gerne die Welt der Einhandwaffen näher bringen. Dazu werdet ihr eine gewisse didaktische Reihenfolge haben, wie ihr sie wahrscheinlich aus anderen Fechtbüchern kennt. Das heißt, als erstes kommt der Stand, dann die Bewegung, also die Beinarbeit, dann die Huten. Vorher natürlich noch, wie greife ich das Schwert richtig, wie halte ich es richtig. Und dann der für Meyer damals wichtigste Aspekt, was man ja auch in den älteren Fechtbüchern noch merkt, das Hauen, die Heue oder wie es später in jüngeren Fechtbüchern heißt, Hiebe. Bei mir nicht wundern, manchmal sage ich Hau, manchmal Hieb. Ich meine immer das Gleiche damit. Gut, dann wollen wir jetzt reingehen in das Thema und schauen uns zuallererst Standbewegung an. Beinarbeit und die Huten an und gehen dann über zu den Heuen und den verschiedenen Übungen. Viel Spaß dabei!